Eine neue Woche. Hallo Sonntag. Ich mache gerade Kaffee. Und zwar trinken wir nur noch Kaffee aus der French Press. Weil der so lecker ist. Und unsere Maschine, also der Vollautomat, der glaub, bald den Geist aufgibt. Von daher ist das eine coole Sache, damit Kaffee zu machen. Und ist halt recht frisch, ne? Jo. Also wenn ihr auch richtig leckeren, guten Kaffee wollt, dann besorgt euch mal so eine French Press, die sind nicht teuer. Also gibt es halt in verschiedenen Größen. Das ist jetzt die 1 Liter, glaube ich. Weiß jetzt gar nicht. Und ja. Die ist jetzt vom Bodum. Und dann halt runterdrücken und ja. Dann werde ich jetzt mal den Kaffee hier machen. Jo, ich war jetzt in der Zeit duschen und so 2-3 YouTube-Videos geguckt und Leins liegt immer noch hier auf dem Wäscheberg. Ich muss aber die Wäsche gleich in die Waschmaschine schmeißen. Ja, ich mache jetzt hier meinen Alterna Kaviar Anti-Aging Sea Silk Oil Gel in die Haare. Ich finde es, also es ist gut, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mega bombastisch finde. Ich finde es halt ganz gut, dass das so eine gelige Konsistenz hat. Und ja, so, weiß ich nicht, nicht fettet, wie wenn man jetzt so ein Haaröl benutzt oder so, ne? Klar muss man auch aufpassen, wie man das dosiert. Also ich mache immer so ein Pumper und dann war es das. Oder auch mal, wenn die dann trocken sind, vielleicht mal so minimal nochmal verteilen. Aber ansonsten finde ich das ganz gut. Und jetzt lasse ich die Luft trocknen. Einmal durchkämmen. Und dann nehme ich halt immer mein Bürsti. Ich kann ja mal, wenn ihr Bock habt, ein Haarroutine-Update mal wieder drehen. Weil ich habe ja jetzt auch seit einer Weile neues Shampoo, neuen Conditioner, den ich nehme. Und ich finde den mega. Habe ich ja in einem Haul ja gezeigt. Und das könnte ich mal machen. Ja, also wir werden, ich werde gleich Essen machen. Und zwar haben wir, zeige ich euch gleich. Und jetzt zeige ich euch erstmal hier. Da liegt er immer noch. Kleines. Darf ich jetzt mal die Wäsche da reinschmeißen? Die Dreckwäsche? Weil die Dreckwäsche ist die schönste Wäsche, ne? Ja. Aber die schmeiße ich jetzt in die Waschmaschine. Weil die Wäsche, die da drin war, ist jetzt fertig. Findest du gar nicht gut, ne? Und wir machen Mittagessen. Kleines. Lecker. Und zwar haben wir von Meckle, gibt es jetzt neu, Ofenschnecke gekauft. Das sind so 2 Ofenschnecken, gefüllt mit Hirtenkäse und Spinat. Das sind zwar recht klein, aber wir haben dazu auch noch ein Tomatensalätchen gemacht. Ja, weil ich habe vorgestern beim Türken Tomaten gekauft und Zwiebeln. Und den haben wir vorhin schon gemacht und dann essen wir jeder ein Ofenschneckchen mit Tomatensalat. Wie viel nur hat der? Steht da drauf? Bei 220 Grad 10 bis 12 Minuten. Klingt ja gut, ne? Dann
Werde ich jetzt mal machen. So, das ist hier der Inhalt meiner Handtasche. Ich habe die jetzt gerade mal ein bisschen entleert, dann übers Waschbecken ausgeschüttelt und den ganzen Dreck und so. Und jetzt werde ich die wieder einsortieren. Hier sind so ein paar Lippenprodukte. Hier ist noch so, also das Essen ist ja nicht meins. Ja, das werde ich jetzt mal alles einsortieren. Jetzt sieht man mich auch mal. Sorry, dass ich mich heute den ganzen Tag gar nicht gemeldet habe. Weil, ja, ich war nur unterwegs. Habt ihr ja gesehen, kurz, da habe ich mich noch mit Schale getroffen, haben noch ein Eis gegessen und dann musste ich noch einkaufen. Dann bin ich nach Hause gekommen. Und mein Mann hatte mega Migräne. Also bis vorhin noch, aber jetzt muss er leider los zur Arbeit, Nachtschicht. Hat sich sämtliche Tabletten reingepfiffen, die er dann wieder ausgekotzt hat. Und dann habe ich ihn massiert und ätherische Öle auf den Schläfen und Kühlpad und dann war er duschen. Dann hat er sich nochmal hingelegt und also ganz schlimm. Also wenn er das hat, dann richtig heftig und dann muss er noch zur Arbeit. Weil er ist nämlich ein Mensch, ihm kann nur der Kopf abfallen und er geht trotzdem zur Arbeit. Ja, da sind Kollegen auf Arbeit bei ihm, die teilweise sich so Dinge erlauben, wo man sich denkt, okay, aber ja, er war letztens mal beim Arzt wegen irgendwas oder sagte sogar der Arzt zu ihm, Herr Mellesmann, Sie müssten mindestens mal so alle halbe Jahr mal kommen. Damit man mal ein bisschen weiß, dass die nur leben oder so, weil er geht gar nicht zum Arzt. Also. Ja. So viel dazu. Ich bin jetzt gerade im Bad, weil ich euch zwei Sachen zeigen wollte, die ich sehr, 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 sehr cool finde. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das eine schon. Aber das andere ist zum Beispiel das Balea Aqua Feuchtigkeitsserum. Das habe ich schon öfter mal bei anderen Bloggern oder Leuten oder sonst was gesehen und habe das immer wieder vergessen, bis ich dann irgendwann letztens nochmal wieder was davon gesehen habe und mir das dann notiert habe, weil ich muss mir Dinge immer aufschreiben, sonst vergesse ich das. Und das war so ein bisschen schwer zu finden und dann habe ich es gefunden und benutze das jetzt seit 4 Tagen und ich bin so zufrieden. Also das ist einfach, wie gesagt, das Balea Aqua Feuchtigkeitsserum, feuchtigkeitsarme Haut, intensive Feuchtigkeit. So sieht das aus. Ist halt so ein Pumpspender, was ich ja mega gut finde immer. Und ich habe ja auch von Rivalde Loop das Feuchtigkeitsgel, auch feuchtigkeitsarme arme Haut. Aber das ist so richtig gelig und das, wie soll ich das beschreiben? Man merkt danach nicht mehr viel was. Und hier, ich nehme das immer morgens und abends oder halt, wenn ich nachmittags duschen war, danach. Und ich liebe es. Und der Geruch, der ist auch phänomenal göttlich. Ich liebe den Geruch von diesem Feuchtigkeitsserum. Und ich habe auch schon von ein paar gehört, dass die das zum Beispiel mit ihrer Foundation mischen, wenn die Foundation so ein bisschen austrocknend ist oder so. Aber guckt euch das mal an. Kostet, glaube ich, so 3 Euro, maximal 4. Ist jetzt nicht gerade so günstig, aber ich finde das Produkt wirklich mega top. Dann was anderes. Ich bin ja nicht so der Deo-Mensch. Weil ich finde einfach, ich rieche nicht unter den Armen. Und wenn ich das nicht tue, dann muss ich auch nichts nehmen. Aber dadurch, dass jetzt ja doch wärmere Tage werden und so. Und ich das, glaube ich, bei Nat Makeup bei Snapchat gesehen habe. Und ich das sehr interessant fand. Und die aber sagte, dass sie Deos trotzdem mit Aluminium nehmen muss, weil die anderen bringen nichts, aber das habe ich schon von vielen gehört. Und das ist von Nivea, also Nivea bringt sehr, sehr geile Sachen raus. Ne? Also ich bin ja restlos Nivea addicted. Das Antitranspirant Dry Comfort, ja, das hier ist so. Und das ist so eine Tube. Und da kommt dann so eine,
so eine Creme raus. Also wenn man jetzt hier so drückt, da kommt hier so eine Creme raus. Und das schmiert man sich unter die Achsel, riecht nach Nivea und zieht auch schnell ein. Ist halt erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man sich so Creme unter die Achseln schmiert. Aber ich finde das Zeug richtig, richtig gut. Und dann kommen wir zum letzten Produkt, was ich auch noch zeigen will. Und zwar ist es das Nivea Sensual Pflegelotion Entspannender Duft Sinnlicher Vanille. Und oh mein Gott, Leute, das riecht so, so göttlich. Das ist dann das hier, Limited Edition. Muss man ja dann haben. Und aus dieser Sensual Pflegelotion Reihe gibt es 3 Stück. Einmal dieses Sinnliche Vanille, dann einmal Rote Beere und einmal Pfirsich. Und ich wollte gerne Pfirsich haben. War aber ausverkauft, dann habe ich Vanille genommen und es riecht so göttlich. Es riecht nach mega geil Parfüm. Mir kommt dieser Duft so bekannt vor. Ich hatte irgendwann mal ein Parfüm früher, was so roch. Absolut nicht nach Vanille, finde ich. Also total, total nicht Vanille. Und ich habe auch schon einige damit angefixt, weil ich das auf Instagram gepostet hatte und auf Snapchat. Und da haben einige sich das schon nachgekauft und meinten, oh, mega geiler Duft. Ja, also Pflegewirkung ist jetzt nicht so mega prall, aber der Duft ist so, oh, ich kann doch reinbeißen. Müsst ihr euch mal angucken. Ja, und jetzt liegt hier der King auf dem Wäscheberg vor meinem Mann, weil er da seine Klamotten schon für morgen früh liegen hat. Wenn er von der Arbeit kommt, geht er ja duschen. Und da liegt der King jetzt drauf. Und jetzt gehe ich ins Bett. Komm! Da liegt er jetzt. Ja, komm! So. So, so. Dunkel. Rollstuhl ist auch angeschlossen. Und hier habe ich einen Wasserfleck. Ja. Oder noch einen Fleck, keine Ahnung. Und ich werde mir gleich meine Nägel ablackieren. Und ja. Ansonsten würde ich mal sagen, da sind die beiden. Sehen wir uns dann morgen. Guten Morgen. Wir haben es Dienstag. Und draußen ist es am Regnen. Ganz große Freude. Nee, ich wollte jetzt gleich eben schnell ins Solarium. Weil ich halt eine Weile nicht war. Und wenn jetzt vor einigen Mal rührt wegen dem Tattoo, ich decke das mit so einem kleinen Gästehandtuch ab. Also ist ja nicht mein erstes Tattoo, ne? Also ich weiß ja schon, wie man das dann macht. Ja. Jetzt hat mir gerade Melissa geschrieben. Und ich weiß ja gar nicht, was ich gleich anziehe. Also Regenschirm auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch eine Strickjacke. Ich muss mal gucken, wie die Temperatur ist. 18 Grad. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich werde noch eine Strickjacke überziehen. Und dann habe ich später noch Physio. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns später. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, weil wir haben es heute schon Donnerstag. Und ich habe die Kamera eben aus meiner einen Tasche genommen, die ich am Dienstag hatte. Keine Ahnung, also ja. Gestern Mittwoch habe ich gar nicht gevloggt, weil ich absolut gar keine Lust hatte. Kann ja auch mal passieren. Und Dienstag war ich im Solarium. Und in der Tasche war noch die Kamera. Dann habe ich nachmittags auch nicht mehr gevloggt. Ja, und jetzt haben wir Donnerstag. Ja, ich habe mir gerade meinen Kaffee gemacht.
Also auch mal tagsüber so blöd jetzt hier zu vloggen, weil man ruhig sein muss, weil man mal hier schläft, weil er Nachtschicht hat. Aber heute ist mega Wetter. Ich werde mich nachher raussetzen und sonnen. Aber erstmal muss ich jetzt einiges am PC machen. Und mein Kaffee dabei trinken. Guten Tag. Und zwar wollte ich gerne meine Kontaktlinsen wieder nachbestellen. Mhm. 29.06.81. Genau. Ja, das wäre lieb. Ja. Okay, danke schön. Gut, tschüss. Hallo, Freitag. Ich melde mich auch mal. Und zwar, ja, wir haben schon 15 Uhr durch. Und irgendwie ist das eine sehr langweilige Woche für euch, weil ich so wenig vlogge. Ich habe irgendwie einfach keine Lust, also ich bin ja ehrlich, irgendwie keine Lust. Und dann ist ja das Wetter auch noch schön, also jetzt, heute ist es sehr komisch, aber gestern war es schön, dann verbringt man auch dann draußen die Zeit und ja, aber dafür habe ich gut gesnappt. Aber das ist jetzt auch jetzt nicht so weltbewegend, dass ich das jetzt hier einbauen könnte oder so. Aber ja, ich denke mal, es nächste Woche, weiß ich, wie es nächste Woche ist, passiert eigentlich auch nichts Spannendes, außer ich habe Mittwoch Geburtstag, aber da mache ich auch ja nichts. Ansonsten weiß ich nicht, wenn mal etwas spannender wird. Also ja, überlege auch gerade, ob ich irgendwas Interessantes erzählen könnte, weil passieren tut ja heute auch nicht wirklich was. Ja, mein Mann ist schon wach, aber liegt noch im Bett, hat jetzt die letzte Nachtschicht gehabt und ja, mega unspektakulär. Na gut, falls es irgendwie noch was zu berichten gibt heute oder so, dann melde ich mich ansonsten halt morgen. Was morgen ansteht, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Denk mal, obligatorische Leine-Center. Obwohl, ja mal gucken. Sehen wir ja dann, ne? Guten Morgen. Ich fahre jetzt ins Leine-Center, wie ihr schon gestern mitbekommen habt. Heute Nacht war richtig Unwetter, aber ich habe nichts mitbekommen. Mein Mann sagte, ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, dann fahren wir jetzt mal los. Die Bahn kommt. Schon ein bisschen gruselig, oder? So, ich bin wieder zu Hause. War noch jetzt schon eben einkaufen und jetzt warte ich, dass es aufhört zu regnen, dass ich eben mit den Hunden raus kann. Leine ist schon ganz euphorisch. Er möchte raus, aber ja, ihr habt ja eben gesehen, dass vorhin wieder die Welt untergegangen ist. Heute Nacht wohl auch, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe so tief und fest geschlafen. Und ja.
Da wartet er. Leines. Nein. Ja, er möchte raus. Und dann machen wir später Essen und dann noch duschen und ja. Leines. Was machst du denn? Na? Na, Leines. Ich habe jetzt eben noch mal durchgesaugt und bin am Schwitzen. Warm. Und jetzt setze ich noch mal Kaffee an, weil ich Bock auf Eiskaffee habe. Also den ein bisschen abkühlen lassen. Und dann Vanilleeis haben wir noch. Aber wir haben so ein blödes Eis, so ein Billig-Eis. Und das merkt man auch gleich. Aber naja, da haben sonst kein anderes. Deswegen kommt da. Ach ja. Das rein. Ja, und ansonsten war es das, glaube ich, mit dem Week-Vlog. Tut mir wirklich leid, wenn der so kurz und so langweilig diesmal ist, aber ja, es passiert auch mal, dass nicht immer was Cooles ist. Und ja, ich mache dann jetzt mal den Kaffee und dann sage ich schon mal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Video.